Hallo und willkommen zum Hamburg-Journal am Sonnabend. 15 große, offiziell genehmigte Osterfeier brennen heute Abend in der Stadt, aber natürlich noch hunderte mehr am Elbufer, in privaten Gärten, auf Wiesen und überall, wo noch ein paar trockene Weihnachtsbäume unbedingt weg müssen. Man riecht es ja auch schon an allen Ecken in der Stadt und einige haben sich tagelang darauf vorbereitet. Ja, bevor in Hamburg das olympische Feuer brennt, ist noch eine ganze Menge zu tun. Nächster Halt auf dem Olympia-Bewerbungsfahrplan ist kommende Woche die Auswahl des möglichen Segelreviers. Kiel, Lübeck und Rostock stehen ja zur Auswahl. Richtig ernst wird es dann im Herbst, wenn wir alle per Referendum entscheiden sollen, ob wir olympische Spiele in Hamburg überhaupt wollen. Die Kostenfrage dürfte entscheidend sein. Deshalb macht sich ein Hamburger Professor für die 0-Euro-Spiele stark. Ja, das klingt doch schon mal gut, aber mal schauen, ob es wirklich Spiele für 0 Euro geben kann. So, nächstes wichtiges Thema vor Ostern. Haben Sie noch genügend Eier gekriegt vorhin im Supermarkt? Wenn man so viele auf einmal kauft, dann fragt man sich ja immer, wo kommen die jetzt eigentlich alle her? Wir waren bei 3 Hamburger Hühnern, bei Hilde, Hertha und Helga. Denn es gibt immer mehr Menschen, die eigene Großstadthühner haben. Immerhin 900 registrierte private Hühnerhalter leben in unserer Stadt. Einer von ihnen in Nienstädten. Da du mir lesen bist für die Hamburger Hühner, so vom Eierselbstversorger in der Stadt zu einem anderen Ort, an dem man lernt, mit wenig auszukommen. Keine Toilette, keine Dusche, aber dafür Elbblick. Seit 6 Jahren verbringt die Hamburger Schriftstellerin Bruni Praske ein halbes Jahr als Dauercamperin am Falkensteiner Ufer. Und manchmal war es dort ganz schön einsam in ihrem alten Wohnwagen, besonders an kalten, verregneten Tagen, wenn außer ihr kaum jemand im Elbecamp geblieben ist. Inzwischen hat sich für sie einiges verändert. Heute war ja der Superspieltag in der ersten Fußball-Bundesliga für den HSV, aber leider ohne Superergebnis. Jens Riewer hat die Einzelheiten. Jens. Ja, damit auch wirklich keiner vergisst, worum es morgen geht, gab es im Wildpark Schwarze Berge gestern noch mal die Gelegenheit, letzte Vorbereitungen zu treffen. Nicht ganz so unbeschwert auf Ostern freuen können sich derzeit etwa 2000 Menschen, die seit Dienstag in Hamburg auch in eiskalten Nächten wieder auf der Straße leben müssen. Denn das Winternotprogramm, das ist ja zum 1. April beendet worden. Jetzt gibt es noch einige spendenfinanzierte Projekte, die wohnungslosen Menschen helfen. Eine wichtige Einrichtung steht aber jetzt vor der Schließung, weil Spendengelder fehlen. Vor einigen Wochen haben wir hier ja über die von der Schließung bedrohten Wohncontainer auf dem Gelände der HAW berichtet. Die konnten nach unserem Bericht dank großzügiger Spenden gerettet werden. Vielleicht klappt es ja auch dieses Mal. So, wir kommen zu unserer Heimatkunde und da geht es heute, wie könnte es anders sein, vor Ostern um Verstecke. Auf die Hamburger Insel Neuwerk kommt man ja sehr gut zu Fuß, in Gummistiefeln oder barfuß durchs Watt. Jetzt schauen wir aber erstmal einem Mann auf und unter die Füße, der da gern Eisen trägt, mit denen er ab Mittwoch auf Kampnagel sicht- und hörbar macht, wie man mit den Dingern meisterhaft Körper und Klang verbindet. Ja, und morgen am Ostersonntag kann man außer Schokohasenfutter noch eine Menge mehr machen. Das Hafenmuseum etwa, das öffnet morgen nach seiner Winterpause wieder. Und damit Neues und Altes wieder ordentlich glänzt, haben ehrenamtliche Helfer alles abgestaubt. Ab morgen kann man dann ein Stück ihres großen Wissens abstauben. Ja, oder Sie gehen einfach mal wieder in Ruhe spazieren in Blankenese mit Elbblick und ein bisschen Treppensteigen auf dem Weg. Ja, so viel für heute von uns. Ihnen wunderschöne Ostern. Wir sind am Ostermontag für Sie da. Was machst du morgen? Sehr privat Ostern.